Wieso kann ich eigentlich sich selber bestimmen, wann ich sterbe? Selber festsetzen, wenn mir das nicht mehr passt. Also wenn es einfach zu viel wird. Angst vor der Apparatemedizin oder einem langen Siechtum oder anderen einfach lästig zu werden als Pflegefall. Warum kann ich nicht selber sagen, so, jetzt setze ich selbstbestimmt, solange ich noch klar bin, den Schlusspunkt. Es gibt ganz berühmte Theologen, zum Beispiel Hans Küng, die treten genau dafür ein. Wieso kann ich mir eigentlich, wenn wir über christliche Auffassungen reden, mein Geschlecht nicht aussuchen? Ich fühle mich irgendwie nicht wohl oder ich fühle mich irgendwie dazwischen oder was weiß ich. Und dann suche ich es mir aus. Und dann muss man eine Therapie machen, psychologische Betreuung, Hormontherapie, am Schluss vielleicht sogar noch eine Operation. Ich bin frei, das zu tun, oder? Oder die andere Frage, die uns ja in unserer Gesellschaft schon länger umtreibt und die immer merkwürdige Wendungen nimmt, aber die inzwischen doch nach der einen oder anderen Seite ausschlägt, aber Konsens ist: Darf eine Frau nicht bestimmen, ob sie ein Kind austrägt oder nicht? Ist doch ihre Selbstbestimmung. All diese Punkte, und man könnte die Reihe der Beispiele verlängern, liebe Schwestern und Brüder, laufen unter dem Namen der Freiheit. Es scheint so etwas zu sein wie die Grundbestimmung, der höchste Grundwert des Menschen. Ich bin frei, und das heißt, ich bestimme, was ich tun will. Und ich lasse mir das von niemandem sagen. Ich meine, natürlich haben wir uns lange davon verabschiedet, dass die Kirche uns irgendetwas sagt. Wo kommen wir denn da hin, dass die uns auch noch reinredet? Wir kennen dieses berühmte Argument. Was hat die Kirche in den Ehebetten zu suchen? Natürlich nichts. In der Regel war sie doch nicht. Wir wollen, liebe Schwestern und Brüder, in diesen Fastenpredigten dem Grundgedanken nachgehen, was es heißt, wenn wir von Freiheit sprechen und wenn wir als Christen von Freiheit sprechen. Ein bisschen ist diese Überschrift, der wir folgen, angelehnt natürlich einer berühmten Schrift. Wir feiern dieses Jahr, soll ich sagen, feiern, das ist ein heikles Wort für uns. Wir begehen dieses Jahr 500 Jahre Reformation. Und es war eine Kampfschrift, die Luther berühmt gemacht hat. Aber mit dieser kleinen Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen hat er einen Puls, einen Nerv getroffen. Deshalb kann so ein unbedeutendes Mönchlein irgendwo aus dem Osten Deutschlands, aus einem der zahlreichen Klöster, die es damals gab, plötzlich eine Berühmtheit werden, ja ein Politikum werden. Freiheit. Freiheit heißt hier, am Beginn der Neuzeit, das Abschütteln alter Ordnungen. Und so ist es dann gekommen. Das ganze Erscheinungsbild der damaligen Gesellschaft und auch der Kirche ist ins Wanken geraten. Es beginnt eine neue Zeit, die in der Reformation einen starken Impuls bekommt. Wir werden nachher noch mal kurz einen Blick darauf werfen, was aus diesen Impulsen dann geworden ist. Und der nächste starke Impuls, noch stärkere Impuls, ist das, was wir mit dem großen Wort Aufklärung verbinden. Ausgehend von der Französischen Revolution, von den Philosophen, die sich sozusagen herumgruppieren. Die Grundidee ist die Freiheit des Menschen und das heißt zunächst seine Befreiung. Bei Luther haben wir das schon gesehen. Befreiung von den alten Ordnungen. Das ist der Funke, der wie in ein Pulverfass fällt. Und dann wird das Ganze aber politisch. Und damit hat Luther ein Problem. Zunächst. Die Bauernkriege, die nehmen das auf. Ja, wir sind getauft, wir sind frei und das setzen wir jetzt durch. Mit einem Dreschschlägel in der Hand oder was uns gerade kommt. So war das nicht gemeint, das hat man dann immer hinterher schwer zu erklären. Die Täufer in Münster oder sonst irgendwo,
die ein Schreckensregiment errichten, alles im Namen der Freiheit und der Befreiung. Auch dagegen wendet sich Luther sehr klar. Der Freiheitsgedanke der Aufklärung. Das, was Rousseau meint, nicht eine, heute, wenn wir von gelenkter Demokratie sprechen, würden wir, das würde Luther wahrscheinlich auch mögen, diesen Begriff von einer gelenkten Freiheit, dann sind wir doch bei irgendeiner Form von Ordnung. Nein, Rousseau meint die anarchische Freiheit. Es braucht keine Formen, keine Fügungen, keine Rahmenbedingungen. Und wir wissen, wo es endet. Im jakobinischen Terror. Die berühmte Guillotine, die immer wieder heruntersaust und einen Kopf nach dem anderen abmacht. Und dann treten infolge dieser Aufklärung die beiden großen Schreckensregime des 20. Jahrhunderts an. Alles im Namen der Befreiung. Man kann das bei Karl Marx nachhören oder nachlesen, der genau davon spricht, wenn der sagt, die Freiheit zu tun, wozu ich Lust habe. Heute dies, morgen jenes, so Karl Marx, morgens zu jagen, nachmittags zu fischen und abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu kritisieren, wie ich gerade Lust habe. Man spürt das Trierer Bürgertum ein bisschen heraus, muss man schon sagen. Das ist das Verständnis von Freiheit. Ich tue das, wozu ich Lust habe. Dazu bin ich befreit. Ich bin dazu imstande. Und so wird durchdekliniert in den großen Befreiungsbewegungen. Beide, sowohl der Nationalsozialismus wie auch das Sowjetsystem, sind zur Befreiung des Menschen angetreten. Aber wo ist der Haken? Wir wissen, das endet in einer Katastrophe, in einer absoluten Katastrophe. Dass zunächst die Freiheit untergeordnet wird in einer Art Gleichschaltung. Und als man dann immer noch sieht, dass das immer noch nicht funktioniert, flüchtet man sich, so sagt es Josef Ratzinger einmal, in Mythologie. Naja, wenn wir lange genug dieses System haben, wird der neue Mensch hervorgebracht. Da sind wir jetzt. Wir warten immer noch auf den neuen Menschen, liebe Schwestern und Brüder. Der neue Mensch trägt nämlich oben auf seiner Stirn dick geschrieben, ich bin der alte Adam. Da haben wir natürlich Pech gehabt oder wir Christen haben Glück gehabt. Denn eigentlich sind wir immun gegen solche Ideologien. Unter uns gesagt, wir wären nicht alter Adam, wenn wir eben leider doch nicht immun wären, sondern auch diesem, wenn man es deutsch sagt, Dreck auf den Leim gehen. Sie können einmal kurz für sich nachdenken, was Sie sich unter Freiheit vorstellen. Och, ja, jetzt. Ich bin jetzt im 21. Jahr Priester. Freiheit heißt, ich kann morgens mal ausschlafen. Ich kriege natürlich weiterhin mein schönes Gehalt, aber ansonsten mache ich immer die hier in dieses Kloster rennen. Und gucken, dass hier irgendwie was funktioniert, dass wenigstens abends ein paar Leute hier sitzen oder mich da irgendwie vorbereiten oder was lesen. Einfach mal frei sein, einfach mal. Wir lesen ja heute Bücher darüber, Sie verkaufen wahrscheinlich sowas oder auch nicht. Die Kunst des Letting Go. So, das ist so unser Gefühl von Freiheit. Oder unsere Schwestern hier so sagen, ach Freiheit, wir arbeiten in einem fremden Land. Vielleicht zurück nach Kerala, ist auch schön. Oder ich bin verheiratet schon 30 Jahre, ist auch immer das gleiche Gesicht. Ja gut, wer ist heute noch 30 Jahre verheiratet, da wissen wir uns schon, Abhilfe zu schaffen. Aber das ist unser Gefühl von Freiheit. Prüfen Sie sich einmal innen drin, ganz ehrlich, Sie müssen es ja nicht laut sagen. Wie ist Ihr Verständnis von Freiheit? Es ist wichtig, dass wir uns das selber eingestehen, damit wir einen Schritt weiterkommen. Wohin diese Freiheit führt, hat ein relativ unverdächtiger Zeuge skizziert. Ich hoffe, dass ich ihn jetzt finde hier. Es ist Jean-Paul Sartre, der Folgendes über den Menschen sagt. Er sagt, die Freiheit des Menschen ist seine Verdammnis. Im Gegensatz zum Tier
hat der Mensch keine Natur. Das Tier lebt seine Existenz nach der ihm eingestifteten Gesetzmäßigkeit. Es braucht nicht zu überlegen, was es mit seinem Leben anfangen will. Aber das Wesen des Menschen ist undeterminiert. Es ist eine offene Frage. Ich selbst muss entscheiden, was ich unter Menschsein verstehen, was ich damit anfangen, wie ich es gestalten will. Der Mensch hat keine Natur, er ist Freiheit. Er muss das Leben irgendwo hinleben, aber es geht doch ins Leere. Diese sinnlose Freiheit ist des Menschen Hölle. Also wovon sprechen wir, wenn wir als Christen in den nächsten Wochen über die Freiheit nachdenken wollen? Sprechen wir über diesen Selbstwiderspruch, den Sartre zitiert, also über jenes Unbehagen, das uns dann doch letztendlich befällt, nach der ersten großen Begeisterung, wie das bei allen diesen Freiheitsschüben war? Wir kommen auf eine rechte Antwort, wenn wir den Kontext berücksichtigen und die Frage noch einmal vertiefen, was steckt denn eigentlich dahinter? Auch das kommt uns bekannt vor. Deshalb ist es gut, wenn wir beim alten Adam einmal bleiben. In seinem Nachdenken über diese Frage hat Josef Ratzinger das beantwortet und sagt, letztendlich steckt dahinter die alte Geschichte der Genesis. Wir wollen sein wie Gott. Aber ist das Gott? Das können wir als Christen gut beantworten. Ist das unsere Vorstellung von Gott, dass er unbegrenzt frei ist? Und ich weiß, dass das manchmal, wenn wir beten, allmächtiger Gott, dann heißt es immer, der kann ja machen, was er will. Der kann das ja machen. Wir übertragen sozusagen unsere Freiheitswünsche, unsere Sehnsucht auf das Gottesbild. Aber es muss genau umgekehrt sein. Das ist der entscheidende Schritt, auch der Umkehr. Wir sind ja jetzt 40 Tage dabei, umzukehren. Dass wir nicht unsere Vorstellungen in Gott eintragen, sondern unser Wesen, das wissen wir als Christen, das wissen auch Juden, unser Wesen von Gott empfangen. Sein Wesen ist uns eingeprägt. Wir haben das vor wenigen Wochen auch in der Lesung gehört. Und man kann es zu Hause im Buch Genesis jederzeit nachlesen. Als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Was bedeutet dieses Abbild? Es ist nicht ein Götze, den wir uns vorstellen, der tun und lassen kann, was er will. Sondern wenn wir als Christen von Gott reden, dann reden wir von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Und das übersetzt Ratzinger in das Fürsein, Vonsein und Mitsein. Das ist eine Freiheit, die in die Wirklichkeit kommt. Als Vater im Fürsein, als Sohn im Vonsein. Und als Heiliger Geist im Mitsein. Und genau darin ist der Mensch Gottes Ebenbild. Nicht die Freiheit zur Selbstzerstörung oder zur Zerstörung des anderen. Das ist keine Freiheit, sondern das ist eine teuflische Parodie. Die Freiheit des Menschen ist immer geteilte Freiheit. Freiheit im Miteinandersein. Und zwar im Miteinandersein von Freiheiten, die sich gegenseitig begrenzen und die sich so gegenseitig tragen. Freiheit muss sich an dem messen, was ich bin und was wir sind, andernfalls hebt sie sich auf. Wenn wir dieser Spur folgen, liebe Schwestern und Brüder, finden wir sehr rasch Antworten auf die eingangs gestellten Fragen und Problemkreise. Wir müssen nur bereit sein, das durchzudeklinieren. Und wir müssen auch bereit sein, uns diesem Trend, der immer noch durch die Weltgeschichte geistert und der sich als unglaubliche Befreiung ausgibt,
aber letztendlich in die unterschiedlichen Formen von Tyrannei und Sklaverei führt, von der wir alle nicht ganz unberührt sind. Uns dem zu stellen und auf den wahren Grund der Freiheit zu blicken, auf unser wahres Wesen als Abbild Gottes, dann finden wir die Antwort. Die nächsten Predigten werden der weitere Versuch sein, dieses nicht nur die Vorstellung von Freiheit, sondern das Wesen von Freiheit durchzudeklinieren und es auch anzuwenden.